Okay, gut, dann wollen wir beginnen. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Ich hatte ja gerade wieder ein technisches Problem. Zu Hause funktioniert das immer. Und wenn ich hier bin, dann gibt es Probleme. Es tut mir leid, aber es wird sich sicherlich noch finden im Laufe des Semesters. Dann zum Thema Korrelation, aber zuvor erstmal die Frage an Sie, wie lief Ihre erste Woche? Haben Sie Fragen? Haben Sie generelle Fragen? Fragen zu dieser Veranstaltung? Alles klar, gut. Dann wollen wir uns heute mit Korrelationen beschäftigen. Das ist also die zweite dieser einführenden Sitzung, in der wir uns mit linearen Zusammenhängen zwischen zwei Variablen befassen, also einfache lineare Regression und Korrelation. Und wir werden uns dazu zunächst ein paar Grundlagen anschauen, die teilweise aber auch Wiederholungen sind von Dingen, die Sie letztes Semester gesehen haben, also Definition von Korrelation, Stichprobenkorrelation und so weiter. Wir werden dann einen etwas längeren Abschnitt zum Bestimmtheitsmaß, auch genannt R-Quadrat, haben. Das ist eine wichtige Statistik, um die Anpassungsgüte eines linearen Modells zu quantifizieren. Und wir werden uns hier eben anschauen, wie das mit der Korrelation zweier Zufallsvariablen zusammenhängt. Und dann zum Schluss betrachten wir noch Korrelation und linear-affine Abhängigkeit, wo wir eben sehen werden, dass Korrelationen, zumindest wie wir sie hier einführen, letztendlich immer nur geeignet sind, lineare Zusammenhänge zwischen Variablen zu messen. Ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich die Vorlesungsfolien für diese Woche noch nicht hochgeladen habe. Es tut mir leid, wenn Sie es mitverfolgen wollen während der Vorlesung, dann wäre es gut, wenn Sie die vom letzten Jahr runterladen. Ich habe da ein paar Umsortierungen vorgenommen, aber Sie werden, denke ich mal, alles irgendwo finden. Gut, dann zu den Grundlagen. Also wir bewegen uns hier weiterhin in dem Anwendungsszenario, was wir auch letzte Woche schon beschrieben haben. Das heißt, dass wir uns die Frage stellen, ob mehr Therapiestunden die Wirksamkeit von Psychotherapie erhöhen. Und wir gehen wieder davon aus, dass wir gegeben haben für eine Gruppe von Patienten und Patientinnen die Anzahl der Therapiestunden, die wir einem Patienten verabreicht haben, und die Symptomreduktion. Wir werden diese beiden Variablen jetzt aber heute nicht als unabhängige Variable, die wir kontrollieren, und abhängige Variable, die wir messen, betrachten, sondern wir werden die einfach als zwei Zufallsvariablen betrachten, die sozusagen vom Himmel gefallen sind, und wir interessieren uns dafür, ob die miteinander zusammenhängen und wenn ja, wie. Hier haben wir wieder eine tabellarische Darstellung des Beispielansatzes, also XI ist hier die Anzahl der Therapiestunden und YI ist die Symptomreduktion bei Patient oder Patientin I. Gut, das ist die Visualisierung. Wir haben hier also wieder Symptomreduktion gegen Anzahl Therapiestunden und anders als letzte Woche stellen wir uns jetzt nicht die Frage, welcher konkrete funktionale Zusammenhang besteht zwischen X und Y, sondern wir wollen einfach allgemein wissen, ob Therapiestunden, Anzahl Therapiestunden und Symptomreduktion zusammenhängen. Und dafür können wir eben den Begriff der Korrelation benutzen. Der Begriff der Korrelation ist wie folgt definiert. Gegeben seien zwei Zufallsvariablen, Xi und Y. Die werden jetzt, wie Sie das hier kennen, aus dem letzten Semester mit kleinen griechischen Buchstaben bezeichnet. Und wir nehmen weiterhin an, dass von diesen beiden Zufallsvariablen gegeben ist die Kovarianz C von Xi und Y und die Standardabweichung S von Xi und S von Y. Dann ist die Korrelation der beiden Zufallsvariablen definiert als die Kovarianz von Xi und Y geteilt durch das Produkt der Standardabweichung. Diese Korrelation wird als Rho von Xi und Y bezeichnet, das ist also kein kleines p, sondern ein griechisches Rho, und wird auch Korrelationskoeffizient genannt manchmal. Also Korrelation und Korrelationskoeffizient
bedeutet das Gleiche. Sie wissen auch bereits oder haben vermutlich gesehen, dass die Korrelation notwendigerweise immer zwischen minus 1 und plus 1 sind. Das heißt, das sind die Maximalwerte, die die Korrelation annehmen kann. Wenn die Korrelation zweier Zufallsvariablen 0 ist, werden die beiden Zufallsvariablen unkorreliert genannt. Aus der Tatsache, dass zwei Zufallsvariablen unabhängig sind, kann man schließen, dass sie unkorreliert sind. Das Umgekehrte gilt also nicht. Das heißt, wenn zwei Zufallsvariablen unkorreliert sind, bedeutet das nicht, dass sie notwendigerweise unabhängig voneinander sind. Und dafür haben Sie vermutlich auch Beispiele gesehen im letzten Semester. Kurz zur Wiederholung, worin besteht nochmal der Begriff der Unabhängigkeit von Zufallsvariablen? Ich frage das jetzt, weil es auch im Rahmen des ALMs immer wieder wichtig wird, zum Beispiel was die Fehlerterme betrifft. Ja, bitte. Ich würde sagen, wenn die eine Variable sich verändert, hat das keine Auswirkung auf die andere? Ja, so kann man das fassen. Das bedeutet im Prinzip, dass die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Werte der einen Variable zu beobachten, unabhängig davon ist, welchen Wert die jeweilige andere Variable hat. Also man kann schreiben, die Wahrscheinlichkeitsverteilung von jetzt zum Beispiel Xi gegeben Y ist gleich der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Xi. Wenn wir aber Unabhängigkeit definieren, dann sagen wir normalerweise, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeit der beiden Zufallsvariablen dem Produkt der marginalen Wahrscheinlichkeiten entspricht. Ja? So haben Sie vermutlich den Begriff der Unabhängigkeit kennengelernt. Und das spielt ja auch eine Rolle, wenn wir gewisse Herleitungen vornehmen für lineare Regressionen, weil wir dann eben die Wahrscheinlichkeit aller Fehlerterme als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten betrachten können, die dann wiederum Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Normalverteilung sind. Gut, dann, wie Sie wissen, gibt es für alle diese Begriffe oder Erwartungswerte auch Stichprobenversionen, das heißt, wir haben den Mittelwert und das Stichprobenmittel, Standardabweichung, Stichprobenstandardabweichung und so weiter. Und das ist natürlich auch bei der Korrelation so. Wir haben jetzt hier also den Begriff der Stichprobenkorrelation. Für die Stichprobenkorrelation brauchen wir eine Stichprobe. Gegeben sei also ein Datensatz. Der Datensatz besteht wie immer aus n Datenpunkten und jeder Datenpunkt ist ein Paar von einem x und einem y-Wert. Und dann nehmen wir an, dass wir von diesem Datensatz berechnet haben, die Stichprobenmittel der x und y, also x quer und y quer. Die Stichprobenstandardabweichung von x und y, sx, sy. Und die Stichprobenkovarianz aller x und y-Werte, die halt so definiert ist, das ist die Summe über alle Datenpunkte. Und dann das Produkt der Abweichung der xi's und y's von ihren Mittelwerten, geteilt durch n-1. Dann ist die Stichprobenkorrelation oder Stichprobenkorrelationskoeffizient definiert als dieses Verhältnis, Stichprobenkovarianz geteilt durch Produkt der Stichprobenstandardabweichung. Das heißt, komplett analog zu dem Begriff der Korrelation. Das Ganze können wir einmal durchrechnen anhand unseres Beispieldatensatzes. Ich habe den hier also wieder als CSV-Datei abgespeichert. Dann wird er eingelesen als Datenframe, wie das in R so üblich ist. Wir können dann x und y als Spalten dieses Datenframes extrahieren und berechnen also die Größen, die wir brauchen, um die Stichprobenkorrelation zu bestimmen. Hier steht jetzt manuelle Berechnung der Stichprobenkorrelation, weil man das natürlich in R nicht machen muss. Man kann auch die eingebaute Funktion benutzen, das werden wir gleich sehen. Und ja, dann berechnen wir hier unten die Stichprobenkorrelation als CXY geteilt durch SX mal SY. Wir kommen hier auf einen Wert von 0,938. Wir erhalten denselben Wert, wenn wir die dafür vorgesehene R-Funktion COR, COR benutzen. Und gegeben dieser Wert der Korrelation von Therapiestunden und Symptomreduktion, können
könnten wir jetzt also sagen, die Anzahl der Therapiestunden und die gemessene Symptomreduktion sind hoch korreliert. Ja? Denn wir wissen, dass Korrelation sich zwischen minus 1 und 1 bewegt und 0,9 wäre in dem Sinne ein hoher Wert. Mehr ist damit jetzt erstmal nicht gesagt. Wenn wir jetzt hier einen vom Betrag her ebenfalls hohen, aber negativen Wert beobachten würden, sagen wir mal minus 0,9, dann würden wir eben sagen, dass die beiden Variablen stark antikorreliert sind. Gut, wie funktioniert jetzt genau dieser Korrelationskoeffizient? Also man kann sich das ganz schön veranschaulichen, diese Abbildung hier, und die erlaubt es eben so ein bisschen zu verstehen, wie die Mechanik der Kovariationstherme ist, wie das hier genannt wird. Also wir haben hier ein zweidimensionales Koordinatensystem, in dem unsere Datenpunkte liegen könnten, und der Mittelpunkt dieses Koordinatensystems ist hier x quer y quer. Das heißt, das sind die Mittelwerte entlang der x-Richtung und entlang der y-Richtung. Jetzt wird durch diesen Punkt eben das Koordinatensystem in vier Quadranten zerlegt und wir können die der Reihe nach betrachten. Ja, wir gucken erstmal jetzt die beiden Quadranten hier oben rechts und unten links vom Mittelpunkt an und da sehen wir eben, dass das Vorzeichen der Abweichung der Variablen von ihren Mittelwerten jeweils gleich ist. Wir haben hier xi minus x quer und yi minus y quer positiv und hier haben wir xi minus x quer und yi minus y quer negativ. Plus mal Plus ergibt Plus und Minus mal Minus ergibt auch Plus. Und deshalb ist eben das Produkt, das in die Stichprobenkovarianz eingeht, hier in diesen beiden Fällen positiv. Das heißt, Datenpunkte, die in diesen beiden Quadranten liegen, tragen positiv zum Korrelationskoeffizienten bei und machen die Korrelation höher. Anders ist es jetzt, wenn wir uns diese anderen beiden Quadranten hier angucken, oben links und unten rechts vom Mittelpunkt. Da sehen wir, dass einmal hier die Abweichung xi minus x quer negativ ist und hier yi minus y quer positiv. Hier andersrum und minus mal plus ergibt minus und plus mal minus ergibt auch minus. Das heißt also, Datenpunkte, die hier und hier relativ zu dem Punkt der Mittelwerte liegen, würden negativ zum Korrelationskoeffizienten beitragen und diesen eben verringern. Man kann das auch in anderen Worten sagen, indem man sagt, häufige richtungsgleiche Abweichung der x und y von ihren Mittelwerten führt eben zu einer positiven Korrelation und häufige richtungsungleiche Abweichung führt zu einer negativen Korrelation. Wenn sich die richtungsgleichen und richtungsungleichen Abweichungen etwa die Waage halten in ihrer Anzahl und Größe, dann haben wir keine oder eine vernachlässigbare Korrelation. Gut, da gibt es eine Frage, ja. Also das links oben und rechts unten sind jetzt die richtungsungleichen Abweichungen. Genau. Haben wir jetzt ein paar Beispieldatensätze simuliert. Das heißt, wir haben zugrunde liegende, wahre Korrelationen zwischen den Zufallsvariablen angenommen, auf diese Weise Daten generiert und berechnen dann für jeden Beispieldatensatz hier den Stichproben-Korrelationskoeffizienten, der hier jeweils oben drüber steht. Wenn Sie jetzt das so mit bloßem Auge betrachten, was würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen den Panels mit positiver Korrelation und den Panels mit negativer Korrelation? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, bitte. Umso negativer es wird, umso eher geht die Steigung der Punkte, wenn man jetzt eine Linie durchsetzen würde, nach unten. Okay, Ergänzung? Können Sie die Frage nochmal ganz kurz stellen? Also die Frage war einfach, dass ich von Ihnen wissen wollte, wenn Sie jetzt so darauf schauen, wie würden Sie intuitiv das beschreiben, den Unterschied zwischen der negativen und der positiven Korrelation? Und die Antwort ist? Achso, ich glaube, die positive Korrelation ist am meisten das, was man mit ganz links oben assoziieren würde. Halbwissen
wie so ein linearer Graph, wie man es so kennt. Mhm. Und das, was man am meisten mit einer negativen Korrelation hat, ganz rechts unten, halt so ein Polygraph. Okay, ja, noch was? Vielleicht noch das, wenn der Wert halt relativ sich um 0 schert am meisten, dass es dann aber relativ verteilt ist. Mhm. Um den Graph, also dass man nicht sozusagen so eine Linie gerade erkennen könnte, sondern es relativ viel im Raum verteilt ist. Ja, genau, also ganz genau. Wir haben, also wir können so sagen, wenn es eine negative Korrelation gibt, dann sind wir so in der Lage, eine, also dann sieht die Punktwolke so aus, dass sie sich irgendwie von oben links nach unten rechts bewegt, während wenn die Korrelation positiv ist, dann haben wir eine Punktwolke, die eher so nach oben rechts zeigt. Ja? Und diese Tendenz ist eben umso stärker zu sehen, je höher die Korrelation ist von ihrem Betrag her. Und was Sie noch gesagt haben, ist auch ganz interessant, weil wenn man jetzt hier gar nicht so richtig in der Lage ist, wirklich die Richtung des Zusammenhangs in den Daten auszumachen, dann spricht das schon sehr stark dafür, dass da eben keine Korrelation im Sinne des linearen Korrelationskoeffizienten vorhanden ist. Gut, ich habe hier nochmal ein paar andere Abbildungen mit reingenommen, die diesen Punkt und zwei weitere Aspekte veranschaulichen. Also wir haben hier die erste Reihe, die nochmal deutlich macht, dass der Korrelationskoeffizient immer mehrere Maße von Variabilität in eine Zahl komprimiert. Ja? Also wir haben Variabilität in X-Richtung, Variabilität in Y-Richtung und Kovariabilität. Und die werden dann in einer Zahl zusammengefasst. Und das führt eben dazu, dass Punktwolken, die sehr deutlich umschrieben sind in ihrer Struktur, im Sinne einer linearen Struktur, einen vom Betrag her hohen Korrelationskoeffizienten haben. Und wenn wir einen vergleichsweise niedrigen Korrelationskoeffizienten haben, dann haben wir eben mehr Variabilität in X- und Y-Richtung. Die zweite Zeile hier macht nochmal deutlich, dass Korrelation nicht direkt etwas mit dem Anstieg einer vorgestellten Ausgleichsgrade zu tun hat. Ja? Also wir haben hier Datenpunkte oder Punktwolken, die sich durch perfekte Graden beschreiben lassen. Und diese Graden haben unterschiedlich starke Anstiege. Und trotzdem ist die Korrelation hier immer 1 oder minus 1. Die letzte Zeile macht dann nochmal deutlich, dass Korrelation eben, so wie wir sie hier definiert haben, linear-affine Zusammenhänge quantifiziert, wie wir noch sehen werden. Das heißt also, alle diese Punktwolken hier erhalten einen Korrelationskoeffizienten von 0. Gleichwohl würden Sie vermutlich mir zustimmen, dass hier schon relativ klar erkennbare Struktur in diesen Datensätzen vorhanden ist. Die Struktur ist halt nur nicht dergestalt, dass sie sich durch lineare Zusammenhänge beschreiben lässt, sondern irgendwie periodischer oder anderer Natur ist. Ja, letzte Frage dazu an Sie. Warum steht hier in dem ganz mittleren Panel keine Zahl drüber? Also warum hat dieser hypothetische Datensatz hier keine Korrelation? Ja, bitte. Es war einfach nur laut gedacht und ich dachte jetzt gerade, wenn das alles auf einer Linie ist, dann sind ja auch alle Ergebnisse gleich. Mhm. Was wollten Sie sagen? Also ich hätte auch gesagt, weil wenn man jetzt zum Beispiel ja die x-Werte verändert, dann sieht ja zum Beispiel mit dem y-Wert nichts, also da ist jetzt nicht wirklich so eine Korrelation eigentlich. Genau, es gibt keine Variabilität in y-Richtung. Aber das Interessante ist ja hier, dass wir keine Korrelation, also Sie sagen, es gibt keine Korrelation, aber das würde ja bedeuten, dass wir hier einen Wert von 0,0 haben. Haben wir aber nicht. An der Stelle ist die Korrelation nicht definiert. Und das liegt einfach daran, dass, wie Sie bereits gesagt haben, es gibt keine Variabilität in Y-Richtung. Das heißt, die Standardabweichung in Y-Richtung ist 0. Und da die Standardabweichung in der Korrelation und in der Stichprobenkorrelation im Nenner des Bruchs steht, teilen wir durch 0. Das heißt, die Korrelation für so einen Datensatz ist nicht definiert. Okay, Fragen bis hierher? Ja? Waren Sie die Folie nochmal hoch, weil die Folie war in der Vorlesung von letztem Jahr. Ja, ich lade die hoch. Es ist, also ich lade die auf jeden Fall hoch. Es bringt nur nichts, wenn ich das jetzt mache, weil die Webseiten werden immer erst nach einer Weile aktualisiert und dann, also Sie werden die heute Abend oder morgen definitiv haben.
Gut, dann kommen wir zum Bestimmtheitsmaß. Also das Bestimmtheitsmaß, auch genannt R-Quadrat, ist eine beliebte Statistik im Zusammenhang mit linearen Modellen, weil R-Quadrat eben benutzt werden kann, um die globale Anpassungsgüte des Modells an die Daten zu ermitteln. Im Falle von zwei Variablen entspricht R-Quadrat dem Quadrat der Stichprobenkorrelation, deshalb heißt es auch R-Quadrat. Das heißt also zum Beispiel, wenn die Stichprobenkorrelation 0,5 ist, dann ist R-Quadrat 0,25. Wenn die Stichprobenkorrelation minus 0,5 ist, ist R-Quadrat auch 0,25. Das bedeutet also, dass R-Quadrat weniger Informationen über die Rohdaten enthält als die Stichprobenkorrelation, weil, wie man hier sieht, das Vorzeichen wegfällt. Wenn man also jetzt nur mit zwei Variablen operiert, dann ist es ein wenig sinnvoll, R-Quadrat statt R anzugeben. Also dann sollte man sich auf die Stichprobenkorrelation beschränken. R-Quadrat ist aber zum Beispiel auch definiert, wenn man mit mehr als zwei Variablen arbeitet, das heißt mehrere unabhängige Variablen zum Beispiel benutzt. Und wir werden uns hier dennoch mit R-Quadrat beschäftigen, weil wir damit schon gewisse Themen andeuten und vorausnehmen, die später noch wichtig werden. Einmal erhalten wir dadurch einen Einstieg in das Konzept der Quadratsummenzerlegung, ein wichtiges Evaluationsprinzip für das ALM, was auch bei der Varianzanalyse zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Da sind F-Statistiken häufig als Verhältnisse von Quadratsummen definiert. Es erlaubt weiterhin einen Einstieg in das Verständnis, also in die Zusammenhänge zwischen Ausgleichsgrade und Stichprobenkorrelation, das heißt, wie die Parameter der Ausgleichsgrade mit der Stichprobenkorrelation zusammenhängen. Und, was ich auch gerade schon mal gesagt habe, ein erster Einblick in die Tatsache, dass Korrelationen letztlich nur linear affine Zusammenhänge quantifizieren und keine Zusammenhänge, die gegebenenfalls anderer Natur sind. Gut. Wir werden jetzt nicht direkt R-Quadrat definieren, sondern wir müssen erst ein bisschen Vorarbeit leisten und uns mit anderen Dingen, inklusive zum Beispiel der Frage, was sind Quadratsummen, beschäftigen. Deshalb kommen jetzt eine Reihe von Definitionen und dann in Kürze werden wir sehen, was R-Quadrat genau ist. Und zwar werden wir jetzt hier zunächst einmal die erklärten Werte und die Residuen im Modell der einfachen linearen Regression definieren. Also, gegeben sei ein Datensatz, wie auch schon die ganze Zeit als Menge von n Datenpunkten und die zu diesem Datensatz gehörende Ausgleichsgrade, die bezeichnen wir mit f Beta Dach von x. Beta Dach sind die geschätzten Parameter der Ausgleichsgrade, Beta 0 Dach und Beta 1 Dach. Und dann hat die Ausgleichsgrade eben diese Form, Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal x. Dann nennen wir yi-Dach, das heißt, wenn man ein gegebenes xi in die Ausgleichsgrade einsetzt und den Funktionswert erhält, das nennen wir die durch die Ausgleichsgrade erklärten Werte. Und wir nennen die epsilon-i-Dach, das heißt die Differenz zwischen einem beobachteten y-Wert und einem durch die Ausgleichsgrade erklärten y-Wert, die Residuen der Ausgleichsgrade. Ja? Also die erklärten Werte sind das, was das Modell vorhersagt, basierend auf den geschätzten Parametern, Beta 0 und Beta 1. Und die Residuen sind dann die Differenz zwischen, was von dem Modell geschätzt wurde und was wir tatsächlich beobachtet haben. Hier ist eine Abbildung dazu. Wir haben also hier wieder unseren Beispieldatensatz in Form der schwarzen Punkte und die durch diesen Datensatz verlaufende Ausgleichsgrade als schwarze Linie. Und jetzt haben wir hier zusätzlich gekennzeichnet die durch die Ausgleichsgrade erklärten Werte als graue Punkte. Wie Sie sehen, liegen die alle auf der Ausgleichsgrade. Das ist trivial, weil sie ja von der Ausgleichsgrade vorhergesagt werden. Und die Residuen, das heißt den Abstand zwischen Beobachteten, die vertikalen Abweichungen, zwischen beobachteten Werten und vorhergesagten Werten als graue Linie. Gut, das sind also erklärte Werte und Residuen. Wir werden jetzt gleich sehen, dass man die
gesamte Varianz, die in einer abhängigen Variable enthalten ist, in verschiedene Anteile zerlegen kann. Also es gibt einmal den Teil der Varianz, der sich unter Rückgriff auf die unabhängige Variable erklären lässt. Das nennen wir die erklärte Varianz. Und es gibt den Teil der Varianz, der aus dem Beitrag von Fehler- und Störvariablen resultiert, also namentlich Epsilon im Modell der einfachen linearen Regression. Und das wäre dann eben die nicht erklärte Varianz. Dieser Gedanke oder diese Partitionierung ist die Grundlage für das Konzept der Quadratsummenzerlegung. Und wir werden das Konzept der Quadratsummenzerlegung jetzt am Beispiel der einfachen linearen Regression mit Ausgleichsgrade betrachten. Wir werden aber später auch wieder darauf zurückkommen, insbesondere im Kontext mit der Varianzanalyse, weil dort sich die Statistiken auch immer als Verhältnisse von Quadratsummen darstellen lassen. Gut, was ist jetzt genau mit diesen Quadratsummen gemeint? Also gegeben sei wieder ein Datensatz und die dazugehörige Ausgleichsgrade, sowie y quer, das Stichprobenmittel der y-Werte, und yi dach, das heißt die erklärten Werte, die durch die Ausgleichsgrade erklärten Werte, wie gerade eben definiert. Dann sind die Quadratsummen gegeben durch diese drei Dinge hier, sqt, sqe, sqr, und die nennen wir die totale, die erklärte und die residuelle Quadratsumme. Und jede Quadratsumme ist dabei eine Quadratsumme, das heißt eine Summe über alle Datenpunkte, wobei irgendwas quadriert wird. Was genau wird da quadriert? Im Falle der totalen Quadratsumme wird quadriert die Abweichung der yi vom Mittelwert der y-Werte. Im Falle der erklärten Quadratsumme wird quadriert die Abweichung der yi-Dach vom Mittelwert der y-Werte. Und im Fall der residuellen Quadratsumme wird quadriert die Summe der yi von den yi-Dach, das heißt die Residuen. Wenn Sie jetzt in die Literatur schauen oder auch in die englischsprachige Wikipedia, werden Ihnen vermutlich häufig diese Abkürzungen hier begegnen, TSS, ESS, RSS, und das steht eben für Total, Explained und Residual Sum of Squares. Gut, wie sind die jetzt genau zu interpretieren? Also, wir fangen mal mit SQT an. SQT ist einfach, weil SQT einfach die Gesamtstreuung der beobachteten Werte um ihren Mittelwert repräsentiert. Das ist also so eine Art globaler Varianzterm. Also Sie erkennen da vermutlich auch die Stichprobenvarianz in dieser Summe sehr stark. SQE repräsentiert die Streuung der erklärten Werte, also yi dach, um ihren Mittelwert. Das heißt also, wenn SQE einen großen Wert hat, dann spricht das für eine große absolute Steigung der yi mit den xi, weil dann die Ausgleichsgrade sehr stark von einem Wert abweicht. Und wenn SQE eben einen kleinen Wert hat, würde das für eine kleine absolute Steigung der yi mit den xi sprechen, weil dann die Ausgleichsgrade eben nur einen kleinen Anstieg hat und die erklärten Werte nicht stark von dem Mittelwert abweichen. Das heißt, SQE ist ein Maß für die Stärke des linearen Zusammenhangs der xi und der yi-Werte. Okay, und dann noch SQR. SQR ist, wie wir schon gesehen haben, die Summe der quadrierten Residuen, deshalb auch residuelle Quadratsumme, und die kann man auch auf verschiedene Art und Weise schreiben. Hier war sie jetzt so definiert mit yi dach. Man kann natürlich auch den Funktionswert der Ausgleichsgrade dort einsetzen, dann hat man hier yi minus f beta dach xi in Klammern zum Quadrat. Oder man kann auch einfach das Symbol schreiben, was wir hier für die Residuen nehmen. Das ist immer ein epsilon dach. Und dann wäre das Summe über alle yi dach Quadrat. Wenn SQR einen großen Wert hat, dann gibt es insgesamt große Abweichungen der erklärten von den beobachteten Werten. Wenn SQR einen kleinen Wert hat, dann gibt es insgesamt geringe Abweichungen der erklärten von den beobachteten y-Werten. Das heißt, SQR ist ein Maß für die Güte, also für die insgesamte Beschreibungsgüte der Daten durch die Ausgleichsgrade oder das lineare Modell.
Gut, Fragen zur Interpretation dieser Quadratsumme? Nee, das ist ja auch alles klar soweit. Gut, dann schauen wir uns jetzt ein erstes Theorem zu den Quadratsummen an. Und dieses Theorem besagt, dass wenn wir einen Datensatz aus zwei Variablen gegeben haben und wir definieren SQT, SQE und SQR, so wie eben gesehen, dann ist die totale Quadratsumme gleich der Summe aus erklärter Quadratsumme und residueller Quadratsumme. Und das ist ja ziemlich erstaunlich, weil man sich fragt, wie kommt das denn zustande, dass die Summe über Quadrate sich ineinander addieren. Also das kann ja gar nicht sein. Ist aber so, und das kann man natürlich auch beweisen, was wir uns jetzt kurz anschauen wollen. Also wir gehen hierbei so vor, dass wir zunächst mal einfach SQT einfach ausschreiben. Ich schreibe SQT mal hier hin. Das ist die Summe über alle Datenpunkte von YI minus Y quer zum Quadrat. So, wir wenden jetzt einen Trick an, der Ihnen im Mathematikstudium beigebracht wird, also beigebracht werden würde. Und dieser Trick heißt produktive Null oder auch nahrhafte Null. Das heißt, wir ergänzen in der Summe hier einen Term, den wir dann sofort wieder subtrahieren. Das lässt den Wert der Summe unverändert, aber erlaubt es uns dann, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Was glauben Sie, welchen Term wir hier in der Summe ergänzen sollten, um dieses Theorem zu beweisen? Also ich gebe Ihnen einen Tipp, in den Quadratsummen kommen yi vor und y quer und noch was anderes. Ja, bitte? Y-Dach würde ich jetzt noch vermuten. Sehr gut, dann machen wir das mal. Wir haben jetzt hier also Summe über alle i, yi minus yi-Dach plus yi-Dach minus y-Quer zum Quadrat. So, jetzt fassen wir das Ganze als binomische Formel. Als erste binomische Formel mit a und b auf. Das hier ist unser a, das ist b und multiplizieren entsprechend aus. Dann erhalten wir Summe über alle i. Hier steht yi minus yi Dach zum Quadrat plus, hier müssen wir jetzt die Klammer setzen, yi minus, ja. Wie geht die erste binomische Formel weiter? 2 mal a mal b, also 2 mal yi minus yi Dach mal yi Dach minus y quer plus, und jetzt müssen wir diesen Term noch quadrieren, yi Dach minus y quer. So, im nächsten Schritt werden wir diese Summe jetzt auseinanderziehen. Also wir haben eine Summe über Dinge, die sich addieren. Das heißt, wir können das schreiben als die Summe über das erste plus die Summe über das zweite plus die Summe über das dritte. Sie sehen hier, dass wir hier bereits den Term haben, den wir in der residuellen Quadratsumme brauchen. Das heißt, das hier ist Summe über alle i, yi minus yi Dach zum Quadrat. Das ist die residuelle Quadratsumme. Sie sehen, dass wir hier genau den Term haben, den wir in der erklärten Quadratsumme brauchen, nämlich yi Dach minus y quer. Summe über alle i ist SQE. Und jetzt haben wir das hier noch. Da können wir die 2 aus der Summe rausziehen, weil die ist konstant. Und dann haben wir hier 2 mal Summe über alle yi minus yi Dach mal yi Dach minus y quer. Gut. Bitte Frage? Nochmal ganz kurze Frage. Was hat man nochmal bei dem ersten Schritt gemacht mit diesem nahbaren? Nahrhafte Null. Nahrhafte Null? Ja. Naja, also wir haben hier in diese Klammer minus yi Dach plus yi Dach reingeschrieben. Und das ist
gleich 0. Und plus 0 kann man ja immer ergänzen. Also nahrhaft mit HR, ja? Nicht mit RR. Also das ist nicht närrisch, sondern das ist nahrhaft. Weil es fruchtbar ist. Also es bringt einem was. Ja? So, das heißt also, alles was wir tun müssen, ist jetzt noch zu zeigen, dass dieser Term hier gleich 0 ist. Und dann haben wir das Theorem bewiesen. Bevor wir das tun, machen wir noch kurz was anderes. Und zwar betrachten wir einmal mal y Dach quer. Das werden wir gleich benötigen. Y Dach quer ist also, ja. Können Sie ganz kurz nochmal erklären, wo das SQR und das SQE herkommt? Ja. Also, ich denke mal, ich bitte dann diese Zeile nochmal weg. Und schreibe dir einfach nochmal hin. Wir haben jetzt hier, ich mache es jetzt auch mal in der richtigen Reihenfolge. Ich habe hier eine Summe über eine Summe. Und das kann ich natürlich als mehrere Summen schreiben. Und wobei jede Summe eben die Summe über alle diese Terme ist. Ich nehme jetzt zuerst diesen Term hier, das ist y i dach minus y quer zum Quadrat. Jetzt habe ich die nächste Summe, dann nehme ich diesen Term, das ist y i minus y i dach zum Quadrat. Und was jetzt noch übrig bleibt, ist dieser Term und das ist, da ziehe ich die 2 aus der Summe, dann haben wir hier 2 mal Summe über alle y minus y Dach minus y quer. So, und jetzt ist das hier per Definition SQE und das ist per Definition SQR. Ja. Warum haben Sie zuerst die letzte Summe genommen und dann die erste Summe, die oben drin steht? Hat das ich wollte jetzt einfach die Reihenfolge haben, die auch hier steht, ja. Achso, das heißt, ich hätte das jetzt auch anders machen. Natürlich, also bei Summen kann man die Summen immer vertauschen, ohne dass sich der Betrag der Summe ändert. Okay, danke schön. So, das ist SQE und das ist SQR. Okay, jetzt kurz als Einschub betrachten wir y Dach quer. Das ist also der Mittelwert aller vorhergesagten durch die Ausgangsgrade vorhergesagten Datenwerte. Und wir wollen einen einfacheren Ausdruck für y Dach quer erhalten. Das heißt, wir schreiben einfach mal hin, y Dach quer wäre die Summe über alle y i Dach geteilt durch n, ja? Durch Bruchmittel. So, jetzt können wir einsetzen, was wir über y i Dach wissen, das sind die erklärten Werte. Das heißt, wir schreiben 1 durch Summe über alle 1 durch n mal Summe über alle i Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal x. Okay, jetzt wollen wir diese Summe auflösen. Wir haben also hier 1 durch, ja, wir lösen die Summe auf und multiplizieren gleichzeitig aus. Das heißt, wir haben hier 1 durch Summe über Beta 0 Dach plus 1 durch n mal Summe über alle Beta 1 Dach xi. So, hier wird Beta 0 Dach einfach n mal aufsummiert. Also Beta 0 Dach ist ja konstant, hängt nicht von i ab. Das heißt, das Ergebnis ist n mal Beta 0 Dach. N mal Beta 0 Dach geteilt durch n ist Beta 0 Dach. Und hier können wir das Beta 1 Dach aus der Summe rausziehen, weil das ist konstant. Und dann steht hier Beta 1 Dach plus Summe über alle xi geteilt durch n und das ist x quer. Steht pro Mittel. So. Jetzt kennen wir die Formeln für die Parameter der Ausgleichsgrade, die Sie seit letzter Woche auch verinnerlicht haben. Und wir wissen, Beta 0 Dach ist gleich y quer minus Beta 1 Dach mal x quer.
Und dann steht hier noch plus Beta 1 Dach mal XR minus Beta 1 Dach mal XR plus Beta 1 Dach mal XR ist gleich 0. Das heißt, wir haben einen sehr einfachen Ausdruck für Y Dach quer gefunden, nämlich Y quer. Der Mittelwert der erklärten Werte ist also immer gleich dem Mittelwert der beobachteten Werte. Sie haben das auch hier vorhin auf der Abbildung gesehen, wo der blaue Punkt, der die Mittelwerte anzeigt, eben auch auf der Ausgleichsgeraden liegt. Gut, jetzt kehren wir wieder zu unserem Beweis zurück und wollen uns diesen Term hier angucken. Wir erinnern uns, die Frage war, ist der 0? Wäre schön, wenn der 0 ist, weil dann sind wir hier fertig. Gut, dann schreiben wir den mal hin. 2 mal Summe über alle. Gut, dann ich würde mal sagen, wir nehmen hier auch die 2 weg. Die brauchen wir ja dafür nicht. Gibt es eine Frage? Oder? Ja, also ich schon vor Kommilitonen habe. Okay. Okay, hier haben wir 2 Klammern. Wir müssen also ausmultiplizieren. Ja? Dann tun wir das und dann falten wir so über alle Y. Gibt es doch noch eine Frage, oder? Ja. Aber es ist jetzt ein bisschen noch weiter davor. Okay. hier gab es mal so eine Zeile SQE plus 2 mal die aufsummierte. Das müsste diese Zeile hier sein. Genau. Also das ist ja SQE und SQR und dieses 2 mal das ist aufsummierte Produkt da. Und dann in der nächsten Zeile steht nur noch SQE und SQR. Wo ist das 2 mal hin? Das erkläre ich Ihnen jetzt gerade. Der Beweis geht ja auf der nächsten Folie weiter. Da steht, dabei ergibt sich die letzte Gleichung mit bla 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 aus Ach, bla. So. Okay. Und wir sind jetzt gerade bei diesem Schritt. Ja. Ja? Okay. Wir multiplizieren aus. Und wir haben hier yi minus yi, ja? Minus yi quer. Minus y Dach mal y Dach plus y I Dach y quer. Auch diese Summe ziehen wir jetzt auseinander, das heißt, wir schreiben Summe über alle y I Dach minus Summe über alle y I quer. Minus Summe über alle y Dach plus Summe über alle y quer. So. Ich habe also nichts anderes gemacht, als jetzt hier die Summe als separate Summen zu schreiben. Das können wir tun, weil das hier in der Summe auch nur eine Summe ist. Okay, jetzt an der Stelle nehmen wir wieder eine Vereinfachung vor. Und zwar sage ich Ihnen, dass diese Summe hier gleich Summe über alle y i Dach ist. Und diese Summe hier ist gleich der Summe über alle y i y quer. Dass diese Gleichheiten bestehen, das hat mit dieser Tatsache da oben zu tun, dass halt y Dach quer dasselbe wie y quer ist, das heißt y Dach und y quer haben denselben Mittelwert. Daraus resultieren diese Gleichungen, können Sie im Detail auf dieser Folie hier nachlesen, das sind hier die Gleichungen 14 und 15. Und für uns ist entscheidend, dass diese Summe hier, y i Dach, dieselbe ist wie diese. Das heißt, das minus das ergibt 0. Und diese Summe hier ist dieselbe wie diese. An zweiter Stelle, das heißt, das minus das ergibt auch 0. Das heißt, diese ganze Summe ist 0
Und daraus können wir dann schlussfolgern, wieder auf die erste Gleichung zurückgehen, dass SQT gleich SQT plus SQR ist. Ja? Und auf diese Weise haben wir die Quadratsummenzerlegung für die einfache lineare Regression geschafft. Frage? Ich habe noch eine allgemeinere Frage zum Begriff Bestimmtheitsmaß. Ja. Können Sie den nochmal erklären? Also was genau ein bestimmtes Maß aussagt? Also wir haben das Bestimmtheitsmaß noch gar nicht eingeführt. Ach so. Wir haben jetzt Quadratsummen definiert und das Bestimmtheitsmaß kommt, glaube ich, hoffe ich, im nächsten Schritt. Das Bestimmtheitsmaß ist natürlich auch wieder definiert, auf eine bestimmte Art und Weise. Und zwar folgendermaßen, wir betrachten einen Datensatz aus zwei Variablen und nehmen an, dass SQE und SQT bekannt sind oder berechnet wurden. Und dann ist das Bestimmtheitsmaß, auch genannt Determinationskoeffizient oder im Englischen Coefficient of Determination, definiert als SQE geteilt durch SQT. Das ist R². Wir können jetzt ein paar Überlegungen anstellen, um das Maß ein bisschen besser zu verstehen. Also, es gilt R² gleich 0, genau dann, wenn SQE 0 ist. Weil dann wird dieser Bruch 0. Ja? Das heißt also, für R² ist die durch die Ausgleichsgrade, ist die Streuung der durch die Ausgleichsgrade erklärten Werte gleich 0. Das heißt, im Falle einer zur x-Achse parallelen Ausgleichsgrade ist SQE 0, weil die erklärten Werte keine Differenzen von ihren Mittelwerten haben. Also eine flache Gerade, eine flache Ausgleichsgrade. R² beschreibt also den schlechtestmöglichen, den Fall der schlechtestmöglichen Erklärung durch die Daten. Ja, also stellen Sie sich vor, wir haben eine Grundfolge, die dadurch verlaufende Ausgleichsgrade ist flach, dann wissen Sie, schlechter möglich kann man diesen Daten gar nicht erklären, weil man de facto gar nichts an den Daten erklärt hat. Umgekehrt gilt R² gleich 1, genau dann, wenn SQE gleich SQT ist. Weil dann ist dieser Bruch 1. Das heißt, wenn die erklärte Quadratsumme gleich der totalen Quadratsumme ist. In dem Fall ist die Gesamtstreuung der Daten, die durch SQT ausgedrückt wird, gleich der Streuung der durch die Ausgleichsgrade erklärten Daten, die durch SQE ausgedrückt wird. Das heißt, R² gleich 1 beschreibt den Fall, in dem sämtliche Variabilität in den Daten durch die Ausgleichsgrade erklärt wird. Das ist in der Regel nur dann möglich, wenn alle Punkte des Datensatzes auf der Ausgleichsgrade liegen. Ja? Also das sind die beiden Extremfälle des Bestimmtheitsmaßes. Wir haben R² gleich 0, wenn wir gar nichts an den Daten erklären können. Und wir haben R² gleich 1, wenn wir die Daten vollständig durch die Ausgleichsgrade erklären können. Man sagt deshalb, dass R² der Anteil an der gesamten Varianz ist, der durch die Ausgleichsgrade erklärt wird. Ist noch eine Frage offen geblieben? Können Sie das vielleicht an dem Beispiel erklären, das wir am Anfang haben? Sie meinen das hier? Nee, zu den Therapien. Also wir haben Datensatz, der ist beschrieben durch mehrere Paare von x und y-Werten, die halt irgendwo im neuronalen System liegen. Und die bilden eine Datenmenge. Und wir ziehen durch diese Datenmenge in eine Ausgleichsgrade, wie wir ja schon kennen, wie das funktioniert. Dann berechnen wir die Differenzen zwischen den durch die Ausgleichsgrade erklärten Werten und den tatsächlichen Datenwerten. Wenn diese Differenzen sehr gering sind, wird R² sehr hoch sein, weil die Daten durch unser Modell sehr gut bestimmt sind. Wenn die Differenzen sehr groß sind, was dann
in der Regel zur Folge hat, dass die Ausgleichsgrade flach wird, was hier nicht der Fall ist, dann wird r Quadrat gegen 0 gehen. Was eben bedeutet, dass wir die Daten fast gar nicht erklärt haben durch unsere Ausgleichsgrade. Keine Ahnung, was jetzt verständlicher war. Also sagt er, was über die Tüte des statistischen Modells aus, das wir anlegen, und die Korrelation, was über die Daten an sich, oder wo ist der Unterschied? Also tatsächlich sagen r und r Quadrat ja das gleiche aus, nur dass r Quadrat das Quadrat von r ist. Also was bei r Quadrat wegfällt, ist das Vorzeichen. Sie können an einem Stichproben-Korrelationskoeffizienten immer die Richtung des Zusammenhangs ablesen, wenn positiv oder negativ ist. An r Quadrat können Sie das nicht. Deshalb, wie bereits gesagt, also man könnte jetzt r Quadrat für sinnlos halten, was einfache lineare Regression betrifft, aber r Quadrat hat halt andere Anwendungsfälle, zum Beispiel multiple lineare Regression, die dann mit Stichprobenkorrelationen nicht mehr geleistet werden können. Gut. So, dann können wir aus dieser Definition unseres Bestimmtheitsmaßes gleich, das ist jetzt zum Beispiel eine neue Folie, ja, also die ist in den Folien vom letzten Jahr nicht enthalten. Können wir gleich so eine Art kleine Folgerung ableiten, und zwar, dass sich r Quadrat alternativ schreiben lässt als 1 minus sqr durch sqt. Ja, also wir können r Quadrat alternativ auch aus sqr statt aus sqe berechnen. Und jetzt können wir hier wieder auch diese Interpretation vornehmen, die wir gerade gemacht haben. Also r Quadrat ist gleich 0, genau dann, wenn sqr gleich sqt ist. Dann ist dieser Bruch hier 1, 1 minus 1 gleich 0. Das ist dann der Fall, wenn die residuelle Quadratsumme der totalen Quadratsumme entspricht. Das heißt, es gibt keine erklärte Quadratsumme. Das heißt, die Erklärung unserer Daten durch die Ausgleichsgrade ist 0. Umgekehrt gilt r Quadrat gleich 1, genau dann, wenn r sqr gleich 0 ist. Dann ist dieser Bruch 0 und hier bleibt nur die 1 stehen. Das ist der Fall, wenn die residuelle Quadratsumme 0 ist, also wenn wirklich, also wenn alle Residuen 0 sind und wir alle Datenwerte exakt durch unsere Grade erklären, was in der Regel nicht vorkommt, aber wie gesagt den Extremfall des Wertebereichs von r Quadrat darstellt. Ja, der Beweis dafür ist sehr einfach, müssen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. Wir haben gerade die Quadratsummenzerlegung gesehen. Das heißt, wir können sqe ersetzen durch sqt minus sqr, indem wir einfach diese Gleichung hier umstellen, und dann teilen wir den Bruch auf und sehen, hier bleibt 1 und hier ist sqr durch sqt. Gut. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich dass r Quadrat gleich r Quadrat ist. Also, für einen Datensatz sei das Bestimmtheitsmaß gegeben und die Stichprobenkorrelation, dann ist das Bestimmtheitsmaß gleich dem Quadrat der Stichprobenkorrelation. Das gilt, wie gesagt, im Falle von zwei Variablen. Und diesen Fall betrachten wir jetzt hier immer noch, nämlich einfache lineare Regression. Mit der Tatsache, dass die Stichprobenkorrelation immer zwischen minus 1 und plus 1 liegt, wie Sie bereits wissen aus dem letzten Semester, folgt damit auch direkt, dass r Quadrat zwischen 0 und 1 liegt. Und was diese Extremwerte, r Quadrat gleich 0 und r Quadrat gleich 1, bedeuten, haben wir ja gerade diskutiert. Gut, das wollen wir auch einmal kurz beweisen. Das ist nicht so schwierig. Wir beginnen damit, dass wir die erklärte Quadratsumme ausschreiben. Die erklärte Quadratsumme ist wie folgt definiert: Summe über alle i, y i Dach minus y quer. So, jetzt wissen wir aus dieser Herleitung hier, dass y quer gleich y Dach quer ist. Das heißt, wir schreiben hier hin, Summe über alle yi Dach minus y Dach quer separat. Okay, jetzt als nächstes setzen wir die Formel für y Dach ein. Die Formel für y Dach ist immer dieselbe.
Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach nach x. Dann erhalten wir folgendes. Hier steht dann Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal xi minus Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal x quer. Wir erhalten also y Dach quer, indem wir y quer in die Ausgleichsgrade einsetzen, denn wie Sie sich erinnern, der Punkt der Mittelwerte liegt auf der Ausgleichsgrade. Gut, hier steht 2 mal Beta 0 Dach. Beta 0 Dach minus Beta 0 Dach ist 0. Dann bleibt hier in der Summe noch stehen Beta 1 mal xi minus x quer zum Quadrat. Ja, also wir haben jetzt hier die Beta 0 Dach miteinander aufgehoben und Beta 1 ausgeklammert. Hier steht allerdings ein Quadrat an der Klammer, das heißt, wir müssen Beta 1 Dach auch quadrieren und dann ist Beta 1 Dach Quadrat nicht abhängig von i, das heißt konstant und wir können es aus der Summe rausbewegen. Dann erhalten wir Beta 1 Dach zum Quadrat mal Summe über alle xi minus x quer zum Quadrat. Das sieht ja schon mal ganz schön aus, weil es hier so eine Art Stichproben-Varianz-Term wieder ist, der da vorkommt. Ja? Im nächsten Schritt setzen wir das jetzt in r² ein. Sie erinnern sich, r² war definiert als SQE geteilt durch SQT. Wir haben gerade eine alternative Form für SQE hergeleitet. Das heißt, wir setzen ein. Dann erhalten wir Beta 1 Dach Quadrat mal Summe über alle xi minus x quer zum Quadrat. Jetzt müssen wir noch SQT hinschreiben. SQT ist definiert als Summe über alle yi minus y quer zum Quadrat. Wir kennen bereits die Formel für Beta 1 Quadrat, das ist der Anstiegsparameter der Ausgleichsgrade, den Sie seit letzter Woche verinnerlicht haben. Und der war gegeben als Cxy geteilt durch Sx Quadrat. Der wird hier quadriert, das heißt, wir müssen das Ganze quadrieren. Und dann können wir hier in diesem Bruch, den Bruch können wir erweitern mit 1 durch n minus 1. Dann bleibt der Bruch derselbe. Das ist auch eine Variante der produktiven 0, wenn Sie so wollen, die produktive 1. Ja? Ich habe eine Frage, und zwar, hier ist ja dann, wie wir jetzt in der alternativen SQE-Formel dann herausgefunden haben, oder was dann am Ende rauskam, hatten wir dieses Beta da, die 2. Ja. Und das haben wir jetzt quasi, also wenn ich das jetzt hier auf der Folie auch richtig hier auf der nächsten, ja. Haben wir quasi erst einmal diese, ich sag mal, normale Formel für SQE benutzt und dann die andere in dem zweiten Schritt, ja. Richtig? Ja. Und warum ist es denn jetzt direkt vor dem ganzen Term, also auch vor dem Bruchstrich, also das hat ja jetzt auch einen Einfluss auf die Formel von SQT nicht? Wollen Sie das beantworten? Nee, ich wollte nur fragen, dann noch was, alles gut. Okay. Ja, also ich habe jetzt hier in dem Beweis erstmal den zweiten Schritt übersprungen, weil den zweiten Schritt brauchen wir nicht, weil wir SQE von der Folie davor nutzen und SQT entsprechend seiner Definition. Mhm. Jetzt zu Ihrer Frage. Also wenn wir jetzt einen Bruch haben, dieser Bruch A mal B durch C ist dasselbe wie dieser Bruch. Okay. A mal B durch C. Das wäre auch dasselbe wie dieser Bruch. Okay. Es
wäre aber nicht, also es wäre aber nicht. Das gilt nicht. Ja, also das ist nicht C mal A mal B. Weil alles, was davor steht, ist sozusagen auch ein Zähler. Und demzufolge ist A mal B durch C dasselbe wie A mal B durch C. Okay, danke. Gut, jetzt sind wir erst an dieser Stelle hier. Ich habe jetzt hier auch wieder einen Schritt übersprungen, nämlich diesen hier, und habe hier gleich das gemacht, was im nächsten Schritt steht, nämlich 1 durch n minus 1 eingesetzt. Warum habe ich das gemacht? Was entspricht jetzt diesem Term hier im Bruch? Das müssten Sie wieder erkennen. 1 durch n minus 1, Summe über alle und so weiter. Was ist das? Bitte? Stichpunkt. Das ist, die Stichpunktmitte wären diese hier. X quer und Y quer. Ja. Achso, das ist da drunter. Jetzt, die Standardabweichung? Ja, Standardabweichung wäre die Wurzel daraus. Was ist das Quadrat der Standardabweichung? Richtig. So. Das ist also x sx Quadrat und das ist sy Quadrat. So, bevor ich jetzt weitermache, erstmal Ihre Frage. Dieses cxy durch s quadriert, ja. X quadriert, das war jetzt die, das Anstiegsparameter, ja, genau. Von der Ausgleichsgeraden. Richtig. Und ist das immer quadriert oder quadriert das hier nur? Also wir wissen aus der letzten Woche, dass Delta 1 nach cxy geteilt durch s quadriert ist. Und ich habe das hier eingesetzt. Achso, also das ist normalerweise das nicht quadriert. Nee, das ist gut. Eine Zahl. Ja. Wir geben es durch diese Formel und hier in diesem Beweis kommt die quadrierte Form vor, deshalb müssen wir das natürlich berücksichtigen. Ja. So, jetzt können wir das ein bisschen weiterentwickeln, was hier steht. Das ist dann cxy zum Quadrat. Dann haben wir hier s Quadrat x zum Quadrat. Hier haben wir s Quadrat x und hier haben wir s Quadrat y. Jetzt kürzt sich dieses s Quadrat x mit dem Quadrat hier. Ja, also wir haben hier einen s Quadrat x weniger und dann bleibt übrig c xy Quadrat mal s x Quadrat und s y Quadrat und das Ganze kann man auch wie folgt schreiben, in Klammern cxy sx mal sy zum Quadrat. Und das hier ist nichts anderes als unsere Definition für die Stichpunktkorrelation. Das heißt, wir haben jetzt hier Ry zum Quadrat. Und damit sind wir am Ziel dieses Beweises angekommen. Fragen dazu? Gut, hier haben wir wieder ein paar Beispieldatensätze simuliert, also alles wieder auf der Grundlage bestimmter angenommener, wahrer Korrelationen zwischen den Zufallsvariablen. Und hier werden jetzt diese simulierten Datensätze geplottet und zusätzlich wird noch die Ausgleichsgrade dazu geplottet und R² hier jeweils berichtet. Und das sind tatsächlich dieselben Daten wie vorhin, das heißt, wir sehen hier wieder positive und negative Zusammenhänge. Sie sehen, die Ausgleichsgrade hat eine absteigende Form oder einen negativen Anstieg, wenn r kleiner 0 ist und andernfalls einen positiven Anstieg und r² ergibt sich dann jeweils als das Quadrat von rxy. Gut, dann würden wir jetzt kurz noch zum Zusammenhang von Korrelation und linear-affiner Abhängigkeit kommen und dazu zunächst auch mal wieder ein Beispiel oder mehrere Beispiele genauer genommen. Wir haben hier jetzt drei Beispiele für zwei Zufallsvariablen, y und x, die in bestimmter Weise miteinander in Beziehung stehen und wobei es noch jeweils eine Fehlervariable y gibt, die standardnormal verteilt ist. Ja, hier haben wir einmal yi ist gleich xi plus epsilon i, also so
einen linearen Zusammenhang. Dann hier yi ist gleich xi Quadrat plus yi, also eine quadratische Funktion sozusagen. Und hier yi ist gleich 8 mal Cosinus von 2xi plus yi, also einen periodischen Zusammenhang. Zur Erinnerung für Sie, Cosinus ist eine der Winkelfunktionen und das ist die Funktion, die bei null 1 ist und bei pi minus 1 und dann bei 2pi wieder 1. So, wenn wir jetzt hier in den Klammern das Argument xi mit 2 multiplizieren, dann hat das zur Folge, dass diese Cosinusfunktion zusammengeschoben wird in x-Richtung. Und wenn hier noch eine 8 als Vorfaktor davor steht, dann hat das zur Folge, dass das Ganze in y-Richtung nach oben gezogen wird. Gut, das Entscheidende hier ist jetzt, wir haben hier für diesen linearen Zusammenhang einen recht starken Korrelationskoeffizienten und für die anderen beiden Datensätze geht der Stichprobenkorrelation gegen 0, also ist quasi vernachlässigbar. Gleichwohl sind wir uns darüber einig, dass hier ein Zusammenhang vorliegt zwischen den Variablen x und y, nur ist der eben nicht der Gestalt, dass er durch eine Gerade wiedergegeben werden kann und deshalb lässt er sich auch durch die Stichprobenkorrelation nicht erfassen. Das heißt also, was diese Abbildung Ihnen lehrt, ist, dass Sie aus einer Korrelation von 0 nicht auf keinen Zusammenhang schließen dürfen, sondern auf keinen linearen Zusammenhang. Und zweitens, dass wenn Sie Korrelationen berechnen, Sie die Daten auch visualisieren sollten, um zu gucken, was da vor sich geht. Gut, wir wollen diesen Aspekt nochmal mit dem folgenden Theorem vertiefen, das einen Zusammenhang herstellt zwischen der Korrelation zweier Zufallsvariablen, also nicht der Stichprobenkorrelation, und einer linear-affinen Abhängigkeit. Wir gehen also davon aus, dass wir zwei Zufallsvariablen gegeben haben, Psi und Y, die durch folgende linear-affine Abbildung miteinander verbunden sind. Y ist gleich Beta 0 plus Beta 1 mal Xi. Dann gilt, dass die Korrelation dieser beiden Zufallsvariablen 1 oder minus 1 ist. Ja? Wir haben hier einen ähnlichen Fall wie auf der Folie zuvor, nur dass hier jetzt keine Störvariable dabei ist. Also hier ist kein Epsilon, hier ist nichts, was diesen linear-affinen Zusammenhang stört. Und in dem Fall, dass das so ist, ist die Korrelation eben auf ihrem Maximalwert. Sie können natürlich diese linear-affine Beziehung zwischen Xi und Y auch andersherum schreiben. Also Xi wäre dann Beta 0 Tilde plus Beta 1 Tilde mal Y, wobei sich die neuen linear-affinen Parameter eben aus den alten ergeben würden, wie hier in Gleichung 27 angegeben. Okay. Für den Beweis dieser Aussage beschränken wir uns jetzt auf die eine Richtung. Das heißt, auf die Aussage, dass aus dem Vorliegen des linear-affinen Zusammenhangs die Korrelation von 1 oder minus 1 folgt. Und das kann man wie folgt tun. Wir betrachten erstmal den Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung von y. Der Erwartungswert von y, den können wir berechnen, indem wir einfach die Formel für y einsetzen. Das ist Beta 0 plus Beta 1 mal Xi. Und dann wissen Sie gewisse Dinge über Erwartungswerte. Sie wissen, dass der Erwartungswert linear ist. Das heißt, Konstanten können aus dem Erwartungswert herausgezogen werden. Und Faktoren bleiben dann als Faktoren erhalten. Das heißt, wir hätten hier den Erwartungswert Beta 0 plus Beta 1 mal Erwartungswert von Xi. Dann gucken wir uns die Varianz von y an. Das ist die Varianz von Beta 0 plus Beta 1 mal Xi. Nach dem, was Sie letztes Jahr oder
letztes Wintersemester über Erwartungswerte und Varianzen gelernt haben, fällt dieses Beta 0 weg, also eine Konstante, die man zu einer Zufallsvariable dazu addiert, ändert nichts an der Varianz. Und dieses Beta 1 wird quadriert. Ja, also Faktoren in der Varianz können aus der Varianz herausgezogen werden, müssen dann aber quadriert werden. Und dann bleibt noch stehen die Varianz von C. Dann schauen wir uns noch die Standardabweichung von Y an. Die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz. Und die Varianz steht hier. Das ist eben Beta 1 Quadrat mal Varianz von Xi. Und wenn wir jetzt die Wurzel aus der Varianz ziehen, bleibt hier stehen die Standardabweichung von Xi. Und wenn man Beta 1 quadriert und dann die Wurzel rauszieht, ist es plus minus Beta 1, je nachdem, ob Beta 1 positiv oder negativ war. Gut, als nächstes schauen wir uns jetzt den Term y minus Erwartungswert von y an und wir kennen beide Größen, und zwar ist y Beta 0 plus Beta 1 mal Xi laut Voraussetzungen des Theorems und der Erwartungswert von y ist Beta 0 plus Beta 1 mal Erwartungswert von Xi. Das steht hier. Und jetzt sehen wir, Beta 0 entfällt. Und Beta 1 kommt in beiden vor. Das heißt, wir können Beta 1 ausklammern und erhalten dann Beta 1 mal Erwartungswert von mal Xi minus Erwartungswert von Xi. Gut, jetzt schauen wir uns die Kovarianz von C und Y an und dann wird gleich klar werden, warum wir uns mit diesem Term Y minus Erwartungswert und Y beschäftigt haben. Wie ist die Kovarianz definiert? Die Kovarianz ist der Erwartungswert über das Produkt der Abweichung der beiden Zufallsvariablen von ihrem Mittelwert. Also y minus Erwartungswert von y mal c minus Erwartungswert von c. Gut, das hier haben wir eben gerade hergeleitet. Das ist Beta 1 mal C minus Erwartungswert von Xi. Jetzt haben wir hier Beta 1 mal erwartet mal Xi von minus Erwartungswert von Xi. Und hier steht dasselbe nochmal. Xi minus Erwartungswert von Xi, das heißt, wir können das hier quadrieren. Dann ziehen wir das Beta 1 aus dem Erwartungswert raus. Wir haben hier noch stehen Erwartungswert von minus Erwartungswert von C quadriert und das ist die Varianz von C, das heißt die Kovarianz von C und Y entspricht Beta 1 mal der Varianz von C. Gut, jetzt müssen wir nur noch das, was wir jetzt hergeleitet haben, in die Formel für die Korrelation einsetzen, wie wir sie am Anfang dieser Sitzung definiert haben und dann halten wir Folgendes. Rho von C und Y ist gleich Kovarianz geteilt durch Standardabweichung von C mal Standardabweichung von Y. Okay, jetzt sammeln wir die Terme mal zusammen. Wir haben hier die Kovarianz von C und Y, die ist Beta 1 mal Varianz von C. Wir haben hier die
Standardabweichung von Xi. Und wir haben hier die Standardabweichung von Y. Die Standardabweichung von Y ist plus minus Beta 1 mal Standardabweichung von Xi. Jetzt können wir das zusammenfassen. Dieses Beta 1 hier kürzt sich raus. Und Standardabweichung von Xi mal Standardabweichung von Xi ist was? Ja? Die Varianz von Xi. Die Varianz von Xi, das heißt, diese beiden kürzen sich mit dem und dann steht hier plus minus 1. Okay, wir haben jetzt noch ein ähnliches Theorem für die Stichprobenkorrelation. Das heißt, es gibt auch einen Zusammenhang oder es gibt auch eine Aussage für die Stichprobenkorrelation bei linear-affinen Transformationen. Und diese Aussage geht wie folgt. Wir haben gegeben einen Datensatz aus Werten x, y, y. Und wir stellen uns vor, dass wir zusätzlich eine linear-affin transformierte Version dieses Datensatzes haben. Die werden hier bezeichnet als x tilde i und y tilde i. Und wir gehen dabei davon aus, dass x tilde i und y tilde i sich aus x i und y i ergeben durch die Parameter ax, bx, ay, by. Dann gilt, dass die Stichprobenkorrelation des transformierten Datensatzes x tilde y tilde denselben Betrag hat wie die Stichprobenkorrelation von x und y. Das heißt, der Betrag der Stichprobenkorrelation ändert sich nicht, das Vorzeichen eventuell schon. Man sagt also, dass die Stichprobenkorrelation im Gegensatz zur Stichprobenkovarianz maßstabsunabhängig ist. Sie können sich als Beispiel vorstellen, die Korrelation zwischen Körpergröße und Körpergewicht. Ja? Körpergröße und Körpergewicht sind wahrscheinlich leicht korreliert in der allgemeinen Bevölkerung und typischerweise werden Körpergröße und Körpergewicht in Metern und Kilogramm gemessen. Wenn Sie jetzt die Werte für Körpergröße und Körpergewicht in Zentimeter und Gramm umrechnen, sollten Sie dieselbe Korrelation erhalten, wenn Sie das entsprechend ausrechnen. Okay, und das machen wir jetzt noch kurz. Den Bereich machen wir jetzt noch kurz. Ist auch nicht besonders schwierig, weil man im Prinzip nur einsetzen muss. Also wir schreiben zunächst die Korrelation für x tilde und y tilde einfach mal aus. Ja? Und dann bekommen wir auch folgendes, das ist 1 durch i mal Summe über alle x i minus Gach y i minus y. Das ist die Stichprobenkovarianz. Und dann teilen wir, wie Sie wissen, durch die Stichprobenstandardabweichung. Stichprobenstandardabweichungen sind die Wurzeln aus den Stichprobenvarianzen. Und die Stichprobenvarianzen sind 1 durch n minus 1 mal Summe über alle xi minus x quer zum Quadrat und analog für y. Gibt es eine Frage? Entschuldigung, gibt es eine Frage? Alles gut. Alles gut. So, im nächsten Schritt eliminieren wir jetzt hier die 1 durch n minus 1. Also Wurzel aus 1 durch n minus 1 mal Wurzel aus 1 durch n minus 1 ist 1 durch n minus 1. Und das steht hier oben auch. Das heißt, das kürzt sich einmal weg. Und zusätzlich werden wir, Entschuldigung, ich habe hier was vergessen, wir wollen das Ganze natürlich für x tilde y tilde ausformulieren. Das heißt, wir müssen hier die Tilden-Symbole ergänzen und dann ist das hier x tilde i minus x tilde quer zum Beispiel. Tilde quer. Gut, jetzt setzen wir einfach ein. Ich
schreibe das mal kurz zur Erinnerung hier. Also ein x-Tilde ist gegeben durch ax mal x plus mal x-Tilde i, ax mal xi plus bx und y-Tilde i ist gleich ay mal y-Tilde i plus by. Ja, das ist einfach die Voraussetzung des Theorems gewesen. Jetzt setzen wir das hier ein, dann haben wir hier Summe mal i, das ist ax plus i plus bx. Zusätzlich wenden wir diese Transformation auf die Mittelwerte an. Das heißt, wir errechnen x tilde quer aus x quer. Das ist ax mal x quer plus bx. Und dasselbe noch für y, also ay plus by minus ay plus by plus by. Gut, das wäre der Zähler, dann kommen wir zum Nenner. Hier steht Wurzel und hier steht ax plus bx minus ax. Und dasselbe noch einmal für y, dann haben wir ax, y, i plus b, Entschuldigung, hier muss natürlich y stehen, ay minus ay quer plus by. Quadrat unter der Wurzel. So, und hier auch. So, jetzt ergeben sich hier ein paar Vereinfachungen. Die bx sind die reinen additiven Terme in der linear-affinen Transformation. Das heißt, die bx und die by fliegen alle weg, weil hier Minus steht. Bx minus bx ist gleich 0, by minus by ist gleich 0. Dasselbe hier. Und dann stehen hier also nur noch Terme, die mit ax multipliziert werden, beziehungsweise mit ay multipliziert werden. Wir können also ausklammern, ax und y hängen nicht von i ab, das heißt, wir können sie vor die Summe bewegen. Und dann steht hier bleibt noch xi und x quer stehen. I minus x quer geteilt durch, mal y minus y quer. Das kommt raus in der Linie. Oberen Teil des Bruchs auflösen und hier unten steht Summe aus ax, klammern wir aus, müssen wir aber quadrieren, können wir dann vor die Summe bringen, ax Quadrat, Summe aller x minus x quer zum Quadrat und hier dasselbe wie für y, also ay Quadrat, mal Summe über alle y minus y quer zum Quadrat. So, jetzt können wir zusammenfassen. Wir teilen jetzt den Bruch einmal auf. Das, was hier im Zähler steht, ist ax mal y. Wenn wir die Summe aus ax Quadrat, nein, Entschuldigung, wenn wir die Wurzel aus ax Quadrat ziehen, kommt nicht ax raus, sondern Betrag von ax. Wir wissen nicht, ob ax positiv oder negativ ist. Wenn ax jetzt minus 4 wäre, wäre ax Quadrat 16 und die Wurzel daraus wäre 4, was nicht ax ist, weil ax war ja minus 4. Das heißt, wenn man eine Zahl quadriert und dann die Wurzel daraus zieht, bekommt man Betrag dieser Zahl, dasselbe für ay. Und dann schauen wir uns, was wir hier im Bruch, haben. Hier steht Stichprobenkovarianz. Und hier steht Wurzel aus Stichprobenvarianz. Und Wurzel aus Stichprobenvarianz, das können wir also, das ist also die Stichprobenstandardabweichung. Und das
hier ist per Definition einfach der Stichprobenkorrelationskoeffizient. So. Jetzt haben wir gezeigt, dass der Stichprobenkorrelationskoeffizient Rx tilde y tilde gleich Rxy mal dieser Bruch ist. Ax mal y geteilt durch Betrag von Ax mal y. So. Der Betrag dieser beiden Produkte ist immer gleich, weil es sind die gleichen Zahlen. Aber das Vorzeichen kann unterschiedlich sein. Wenn Ax und y, das was wir jetzt machen, ist das, was hier gemeint ist mit Durchspielen aller möglichen Vorzeichenfälle. Ja? Also wenn Ax und y beide positiv sind oder beide negativ, dann erhalten wir hier auch ein positives Produkt. Plus mal Plus, ergibt Plus, Minus mal Minus, ergibt Plus. Und dann ist der ganze Bruch 1. Wenn jetzt eins von beiden, ax oder y, negativ ist, dann erhalten wir hier ein negatives Produkt, weil Minus mal Plus ergibt Minus. Und dann ist der Betrag dieses, dann ist das Ergebnis dieses Bruchs Minus 1. Das heißt, entweder ist rx tilde y tilde rxy oder es ist minus rxy. Und das fassen wir so zusammen, dass wir sagen, der Betrag von rx tilde y tilde ist der Betrag von rxy. Gut. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Also bei den letzten war das jetzt so, dass bei Plus mal Plus, also wenn alles quasi positiv ist, dann ergibt das 1. Wenn alles negativ ist, ergibt das 1. Und wenn das halt unterschiedlich ist, dann ergibt es minus 1. Richtig. Ja. Das liegt daran, dass hier im Nenner des Bruchs stehen Betragsstriche. Der wird also immer positiv, aber oben stehen keine Betragsstriche. Das heißt, bei diesem Produkt müssen wir genau hinschauen, welches Vorzeichen es hat. Aber wir können eben eine Fallunterscheidung machen und sehen dann, in jedem Fall ergibt der Bruch 1, nur manchmal 1 oder minus 1. Noch eine Frage? Ja, dann noch mal was anderes. Und zwar, das war ganz am Anfang von dem Beweis. Da hatten Sie diese Brüche mit 1 durch n minus 1 ja da rausgekürzt. Ja. Und das ist mir nicht ganz aufgegangen. Sie hatten am Anfang gesagt, warum die auf im... Oh Gott, das unten ist der Zähler, oder? Was war oben Nenner, unten Zähler? Jetzt wird's peinlich. Also ich merke mir das mal so, dass der untere den Bruch benennt. Ja. Also 1/2, 3/2, 5/2 gehören alle zu derselben Familie von Brüchen. Ja. Deshalb ist das der Nenner. Okay. Und das oben ist der Zähler. Okay, Also dann im Nenner steht das ja zweimal und das wurde da ja irgendwie rausgekürzt, weil mit der Wurzel Naja, also das ist halt, also Wurzel bedeutet ja letztendlich hoch 1/2. Also stellen Sie sich vor, Sie rechnen 4 geteilt durch Wurzel aus 4 mal Wurzel aus 4. Wurzel aus 4 ist 2 und 2 mal 2 ist wieder 4. Also der Grund, warum sich das kürzt, ist, dass man halt Wurzeln sind letztendlich Potenzen mit demselben Exponenten, nämlich dem Exponenten 1/2. Das heißt, man kann die zusammenfassen und dann steht hier 4 Quadrat. Ja? Und also erstmal 4 mal 4 und im nächsten Schritt steht hier 4 Quadrat und die Wurzel aus 4 Quadrat ist 4. Und aus dem Grund ist das 1 und kürzt sich weg. Ja? Okay, und dann haben wir dann aber quasi noch einmal dann da stehen 1 durch n minus 1, richtig? Nein. Richtig, also okay. Wir haben es hier einmal Sinn. Ohne Wurzel und hier zweimal mit Wurzel. Ja, weil das war für mich verwirrend, weil es war dreimal und dreimal hat es sich rausgekürzt. Ja, genau, okay. Genau. Ja, das liegt eben daran. Ja. Also tatsächlich hätte ich das nicht machen müssen, das 1 durch n minus 1 rauskürzen, weil es wird ja nochmal relevant, wenn wir diese Terme hier, Stichprobenkovarianz, und die Stichprobenvarianzen wieder in ihre, also als Stichproben. Kovarianz CXY, SX und SY schreiben. Dafür braucht man die 1 durch n minus 1, aber ich wollte hier einfach die Schreibweise an der Stelle vereinfachen, dass wir nicht die 1 durch n minus 1 immer mitschleppen müssen und deshalb habe ich die rausgekürzt durch diesen Trick mit der Wurzel. Da war noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine kurze Frage zu meiner Frage davor zu R². Ja. Da hatten wir von multiplen
Zusammenhänge gesprochen, wie man damit auch versuchen kann. Es bedeutet das dann mehr Variablen? Oder? Es bedeutet mehr unabhängige Variablen. Okay. Das heißt, dann sieht das Koordinatensystem. Also ist das dann mehrdimensionales Koordinatensystem? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, da muss ich vertrösten auf Sitzung 13, multiple Regression, wo wir betrachten werden den Fall lineares Modell mit mehreren unabhängigen Variablen. Und im Falle von zwei unabhängigen Variablen wäre es zum Beispiel so, dass wir hier unsere abhängige Variable haben und hier eine unabhängige Variable und hier die andere unabhängige Variable. Und dann würden diese beiden Variablen, beziehungsweise das geschätzte Regressionsmodell, halt so eine Art Fläche. Ja, ich kann das jetzt nicht einzeichnen, aber also gucken wir in die Folien von Sitzung 13, da ist dann so ein Beispiel davon angegeben. Das heißt, bei multipler linearer Regression definieren die unabhängigen Variablen dann keine Ausgleichsgerade, sondern quasi eine Ausgleichsfläche. Und in dem Fall kann man auch immer noch R Quadrat berechnen, weil man kann die erklärte Quadratsumme durch die totale Quadratsumme teilen. Aber es ist nicht mehr so richtig klar, was die Korrelation ist, weil wir ja jetzt mehrere Variablen haben. Ja? Wir können die Korrelation zwischen den beiden berechnen, zwischen den beiden und zwischen den beiden. Aber was ist jetzt die Korrelation? Und das ist halt der Punkt, den ich deutlich machen wollte. R Quadrat ist ein allgemeines Gütekriterium für das allgemeine lineare Modell, was auch noch verwendet werden kann, wenn wir es mit mehr als zwei Variablen zu tun haben. Ja. Also das Beispiel, was hier in Sitzung 13 vorkommt, ist dann, glaube ich, so, dass wir Symptomreduktion betrachten als Funktion von Dauer der Therapie und Alter beispielsweise. Ja, also man würde annehmen, dass zum Beispiel je länger die Therapie dauert, desto höher die Symptomreduktion und je höher das Alter, desto geringer vielleicht die Symptomreduktion. Und das kann man dann eben durch so ein multiples Regressionsmodell beschreiben. Gut. Gibt es noch Fragen?